Hey, du hast nicht gesagt, dass du dich an der imperialen Anlage zu schaffen machst. Ja. Genauer gesagt stecke ich hier fest. Sie haben mich umzingelt. Ich werde nichts sagen. Und ich soll jetzt irgendwie da rein. Aber stirb nicht dabei. Ich brauche dringend das Sequenziergerät. Ja. Und ich bin mein Bestes. Und ich bin jemand, der versucht, das zu schleichen, ohne zu entdeckt zu werden. Und ich werde ständig entdeckt. Das heißt, das ist schon das x-te Mal, dass ich diese Mission spiele. Ich weiß also genau, wo man längs muss, wo man hin muss, welche Leute man irgendwie ausnocken kann, dass man hier einmal rüberkommt. Whoop. So, dass man hier einmal durchkommt. So. Schon leise, Kumpel. Also, wo ist jetzt der Hangar? Na, das sage ich dir, der ist direkt da auf der anderen Seite. So. Wollen wir mal rumschleichen zu dem da hinten? Den knocken wir aus. Den da knocken wir auch aus. Das müssen wir eigentlich gar nicht, weil der da sieht uns gar nicht. Hallo. Schlaf schön. Dann muss man doch gehört haben hier. Tschö. Gute Nacht. Das Problem ist, da kommen wir nicht hoch. Dementsprechend müssen wir die Leiter nehmen. Vor allem weiß ich auch gar nicht, wo man hier hinkommt. Achso, da komme ich ja her. Stimmt ja. Hier kann man aber auch hochklettern. Oh, Loot. Strahlbeschleuniger. Okay. Hier kann man niemandem vertrauen. Das ist interessant. So. Ja, schleich doch mal wieder. So. Wer hätte es gedacht? Diese Mission spiele ich jetzt zum 6. oder 7. Mal. Weil es halt einfach, ja, dann wird rumgeballert und sobald rumgeballert wird, habe ich keinen Bock mehr. So, hier können wir ausschalten. Psst, nix. Drück den Knopf. Die Kamera einmal ausmachen. Danke. Offiziell wäre hier quasi eine neue Folge, aber nö. Ich weiß auch nicht, wie der gute Zukunfts-CBM das schneiden will. Wahrscheinlich schneidet er das hier weg. Und schneidet das dann quasi an das andere ran. Der hier ist übrigens neu. Der stand normalerweise da hinten bei dem anderen. Dick, hallo. Tschö. Gute Nacht. So, da hinten auf dem Felsen ist auch noch ein Secret. Ich weiß nicht, ob man da nur hochkommt oder umgekehrt. Ob man da nur runterkommt. Naja, ich dachte, diese Helme sollen dagegen schützen, dass dich jemand haut, aber... Irgendwie scheinen die genau das Gegenteil zu bewirken. Der Wissenschaftler da hinten sieht uns nicht. Das heißt, wir können uns hier einmal rüberschwingen. Das finde ich ja lustig. Das ist mir beim ersten Durchlauf gar nicht aufgefallen. Upp. Weil hier gibt es nämlich einen Sammelgegenstand. Mal schauen, ob ich den schon habe. Oder ob der jedes Mal, wenn das resettet wird, wieder entfernt wird. Nö, der bleibt tatsächlich. Das heißt, da werden wir dann mal so dran schneiden, dass das dann quasi im Anschluss an dieses Schleichding. Nein, ich wollte nicht sitzen. Nein, 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 lass das. Dachte, hier gibt's noch Loot. Jetzt sag mal, was ist das denn da? What the actual F sind das? Gibt's hier unten eigentlich noch irgendwas zu looten? Nö. Na, dann wollen wir mal wieder zurückgehen. Kleine Vögel können mich mal. So. Upp. Au. So, das Problem ist, die beiden kriege ich da nicht weg. Wenn ich den da unten ausnocke, dann sieht der da hinten das. Und die anderen beiden vor der Tür merken das auch. Den Wissenschaftler hier oben kann ich ausnocken, aber ich komme nicht unten ins Gebäude rein, weil der Typ da hinten steht. Und dadurch, dass der von der Kamera überwacht wird, komme ich da sonst auch nicht ran. Weil ich hab's versucht, ich hab's versucht. Ich habe versucht, ihn mit Pfeifen abzulenken und außerhalb des Kamerabereichs niederzuhauen, aber Meep, Alarm, Alarm und so weiter und so fort. Und die beiden da, das ist immer so dämlich. Wenn da zwei Leute stehen, dann wirst du die nicht los. Weil der steht mitten in diesem Kamerabild. Das heißt, klar, ich könnte sagen, Kamera ablenken von unserem kleinen Wiesel und uns dann rumschleichen und den ausschalten. Aber sobald wir den ausgeschaltet haben, passiert ja wieder das, dass die Kamera uns oder seine Leiche sieht. Oh,
Leiche in Anführungszeichen, weil das Spiel wertet jeden, der da irgendwo K.O. rumliegt, scheinbar als tot. Ist ein bisschen doof. Tja. An und für sich müsste ich die Wache da wegbekommen. Irgendwie. Das Problem ist, kann ich... Was war das? Okay, ich kann die Wache ablenken. Kommt die Wache? Das Hauptquartier soll gar nicht zufrieden sein. Komm schon. Die Sonnenwinde hier stören unseren Funk. Konnte nichts feststellen. Ja, die Wache kommt aber nicht, das ist das Problem. Guckt die Wache jetzt immer in die Richtung? Was war das? Die Wache geht da nicht runter oder rauf oder was? Ich könnte die Wache theoretisch versuchen, aufs Dach zu locken. Das Problem ist nur, jetzt guckt die in die falsche Richtung. Kannst du den mal ablenken? Nein! 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 Nix! Fass! Nein, ablenken! Ablenken! Nix, zeig, was du kannst! Ah, ich hasse das. Warum kann man das nicht canceln? Schieß endlich! Mach dich vom Acker! Das muss der Hangar sein. Ja. Das ist der Hangar. Und das Problem ist, wenn ich auf dem Dach bin, sieht mich der andere. Ich habe immer noch Metall in meinem Bein. Was siehst du? Hier sind auch noch welche, oder? Die da vorne sehen mich nicht, die gucken nach außen, aber... Ah, dieser sind sogar zu dritt. Das ist noch schwerer, da durchzukommen. Die versuchen, alle Türen aufzuschweißen. Das heißt, der Ort, wo die beiden da auf der Rückseite sind, ist noch der am einfachsten zu erreichende. Das heißt, müssen wir mal versuchen, irgendeinen nach oben zu pfeifen, aufs Dach. Weil das Problem ist, der da hinten könnte uns sonst sehen. Da, wo die Kamera ist. Ist hier jemand? Zeit, sie abzulenken, Max. Bewegung, Max! Die haben es auf uns abgesehen! Ja. Und in dem Moment... Oh, Junge! Ja, Summer! Leckt mich fett! Und nochmal von vorn. Das Ablenken ist gar nicht so einfach. Was ist das? Der sollte doch eigentlich dahin gehen, wo ich hingepfiffen habe, oder? Ist jemand in der Nähe? Da kommt er. So, das dürfte die Person da unten nicht mitbekommen haben. Was ist unsere Essenspause? Das Einzige, was hier auf Toshara zählt, sind Kredite. Tja, das war's dann wohl. Sichert diesen Bereich. So, jetzt nur anschleichen und umhauen. Der da oben hat nichts gesehen. Man darf sein Blastergewehr nicht schmutzig werden lassen. Nein, das darfst du nicht schmutzig werden lassen. Los. Okay, so. Ich bin drin. Gut, ich habe die Türen versiegelt. Komm ins Hinterzimmer. Und jetzt bin ich drin, ohne dass die drin sind. Komm ins Hinterzimmer, ja? Ich schleiche weiter rum, weil ich nämlich wissen will, was... Wie hat sie es überhaupt in unser System geschafft? So darf uns doch niemand aussperren können. Ich melde mich, wenn sich was ändert. Die da checkt nicht, dass ich da bin. Ich muss um eine Versetzung bitten. Aber was ist das für eine Luke? Okay.
Da würde ich nämlich gerne mal gucken, wo man da hinkommt. Alles klar. Alter, wo ist das denn? What the fuck? Was siehst du? Da ist noch eine Luke. Nein, sag bloß, das ist der mega, mega top secret Geheimgang, wie man da reinkommt. Okay, wo komme ich hier hin? Heilige Scheiße, hier? Hier? What the f... Oder? Ist jemand in der Nähe? Oder? Da! Ich hätte einfach nur von da aus hier rüberlaufen müssen. Hier ist noch nicht mal jemand. Die beiden checken das nicht. Und dann kannst du hier... Ich hab mal gegen 6 Jabas gekämpft. Einerseits... looten und andererseits hier einfach durch diese Kackbodenluke gehen und du schleichst dich an jedem Scheiß vorbei. Das gibt's nicht. Also wenn ich jetzt versage, dann muss ich da nochmal dann muss ich mal nochmal den Top-Agenten auspacken. Im Sinne von, guck mal, ist total easy da durchzukommen. Du kommst in den Hangar rein, ohne einen Gegner sozusagen auszutricksen. Es ist so geil. Es ist so geil. Weil hier, zack. Und schon bist du da drin. Was? Was war das denn gerade? Ja, haben wir gerade so ein Viech links. Wenn du eine todsichere Wette suchst, kenne ich einen Buchmacher in mir. Okay, also durch diese Luke kommt man da rein. Super, mega easy. Ohne Probleme, ohne irgendwas. Gibt's ja nicht. Na klar, beim letzten Einsatz ändern sie die Protokolle. Ayla, ich hab's. Ein Gesicht zur Stimme. Gut, jetzt kann ich es tatsächlich hier rausschaffen. Mach das Teil einfach an der Antenne auf dem Dach fest. Wird das funktionieren? Vielleicht. Ist Plan C. Oh, wir sind schon bei Plan C? Hey, ich hab heute eigentlich frei. Ach, und wenn du schon dabei bist, pass auf das Schiff da draußen auf. Ich will nur noch weg hier. Okay. Die Sache ist die, jetzt ist die Tür dazu. Aber, wir kommen durch diese Luke und wir haben keinen scheiß Alarm ausgelöst. Weil wenn wir Alarm auslösen, laufen wir überall irgendwelche Spackos rum und versuchen uns aufzuhalten. So können wir einfach diese Kackleiter hochklettern. Alter, dass da hinten so eine dämliche Luke ist. Ich hab doch gewusst, da ist eine Luke. Irgendwo muss man da doch durchkommen. Und ich dachte, ah, da musst du vielleicht da hinten. Da, wo die Kamera ist. Da musst du vielleicht irgendwie rum oder so. Das Problem ist, der Typ da darf mich nicht sehen. Weil der guckt nämlich genau in meine Richtung. Den hab ich's gezeigt. Der Modulator ist bereit. So. Was jetzt? Jetzt aktiviere ich die Geschütze. Wow. Ups. Damit ist dein Weg zum Kontrollraum frei. Du musst diese Luftabwehrgeschütze für mich deaktivieren, damit ich hier abhauen kann. Moment. Wie hast du das gemacht? Viel Erfahrung. Da hinten muss ich hin. Richtig gute Technik. Da hat jemand gesagt, schlage Alarm. Aber sind die jetzt alle tot? Oh nein, jetzt ist doch wieder Alarm an. Die sehen uns nicht. Na toll. Leck mich fett. Oh, diese blöde Kuh. Warum macht die Alarm an? Ich bin gerade so schön da reingesneakt und dann kommt die blöde Punz und macht Alarm. Oh, diese Bitch. Der Schacht ist ein... Der Modulator ist also bereit. Normal. Was jetzt? Jetzt aktiviere ich die Geschütze. Wow. Nicht schlecht. Damit ist dein Weg zum Kontrollraum frei. Du musst okay, die da hinten sind tot. Geschütze für mich deaktivieren, damit ich hier abhauen kann. Wie hast du das gemacht? Viel Erfahrung. Jetzt bin ich auf einmal gesucht. Verstanden.
Verstanden. Neutralisieren Sie die Flüchtlinge. Alter. Wer hat mich denn gesehen? Nix. Versteck dich.